Hallo ihr Lieben, guten Morgen. Ja, von mir ein sonntägliches Video, hier wieder, von meinem Lieblingsplatz in Sardinien. Ja, ich wollte euch kurz ein Teaching geben über Entscheidungen. Wir alle wissen, dass eine Entscheidung wichtig ist. Und Entscheidungen wirken, indem du eine Entscheidung triffst und dann bei dieser Entscheidung bleibst. Und das ist das größte Problem. Wie oft treffen wir Entscheidungen und revidieren sie wieder? Wie oft bleiben wir nicht bei unserer Entscheidung? Und jede Entscheidung erlaubt uns ein energetischer, jetzt wird's windig, ich mache mal schnell zu, damit es nicht so laut ist. Jede Entscheidung ermöglicht dir ein energetischer Match von dem zu werden, was du haben möchtest. Weil alles ist ja Energie. Wir leben in einem Universum, bestehen aus Energie, aus Frequenz, aus Schwingung. Und alles, was wir kreieren möchten, entsteht aus uns heraus, aus unserer Schwingung, aus unserer Vorstellung heraus. So, und wenn wir jetzt eine Entscheidung treffen, egal, ob sie logisch gut ist oder nicht, egal, ob sie dem Narrativ unserer Gesellschaft entspricht, egal, ob sie den Überzeugungen entspricht, die wir gelernt haben, wir können unsere Entscheidung wahrmachen. Wir können das wahrmachen, wofür wir uns entschieden haben. Ich mache ein Beispiel. Und zwar, du entscheidest dich dafür, dass du abnehmen möchtest. Du entscheidest alles, was zu dieser Entscheidung dazugehört, auch noch mit. Ich möchte abnehmen. Mein Körper soll gesund, vital, schlank, wohlgeformt, optisch schön sein. Das möchtest du haben. Dann gehört dazu auch eine Entscheidung in Bezug auf Essen. Und in Bezug auf Essen musst du dann eine Entscheidung treffen, dass alles Essen, alles was du isst, alles was du zu dir nimmst, gut für dich ist, für deine Oberentscheidung, für deine primäre Entscheidung, für deine Entscheidung, was dein körperliches Aussehen, deine körperliche Fitness, deine körperliche Schlankheit betrifft, dass all das dem zuträglich ist. Du entscheidest, das Essen, das du zu dir nimmst, das du auswählst, dass das gut für dich ist. Das musst du entscheiden. Und dann bist du ein energetischer Match zu genau dem richtigen Essen. Ein energetischer Match, wo dich zu dem Essen führt, das gerade im Moment dazu beiträgt, dass du schlank, gesund und vital wirst. Verstehst du? Das ist keine logische Entscheidung. Hier oben, Kreation ist nicht logisch. Kreation basiert nicht auf dem, was du gelernt hast, sondern deine Schöpfung basiert auf dem, was du entscheidest. Und das ist eben so, so wichtig. Und wenn du entscheidest, dass du grundsätzlich dazu tendierst, dass du dich schlecht ernährst, dass du im Außen siehst, dass andere sich besser ernähren wie du, dass du dich selber so reflektierst, dass deine Ernährung nicht deinem Körper dienlich ist, dass deine Ernährung nicht deinem Aussehen deines Körpers dienlich ist, dann ist es so, dann ist es deine Schöpfung. Es ist so, so wichtig, dass du das verstehst. Weil wenn du in die Welt hinausgehst mit der Entscheidung, ich ernähre mich schlecht, ich wähle schlechtes Essen, das Essen, das ich zu mir nehme, das ich auswähle, ist schlecht, dann wird es so sein. Es ist unabhängig, was du letztendlich zu dir nimmst. Die Entscheidung, die du vorher in Bezug auf Essen getroffen hast, ist das Entscheidende, ist das, was nachher Wirkung zeigt in deinem Körper. Da kann eine Tomate die gleiche Wirkung auf deinen Körper haben wie eine Pizza.
Es ist völlig egal. Es geht nur darum, was du entscheidest für dich, wie du die Dinge siehst, wie du die Welt siehst und wie du die Zusammenhänge siehst. Und wir sind so konditioniert, dass wir immer wieder Zusammenhänge sehen, die uns schlecht machen, die uns sagen, es ist nicht gut genug, was wir gewählt haben. Es ist nicht gut genug, wie wir uns verhalten. Es ist nicht gut genug, wie wir essen. Und dann den Beweis darin sehen, dass unser Körper Mangel hat. Mangelnde Schönheit, mangelndes Aussehen, mangelnde Jugend, was auch immer. Wenn du das verändern möchtest, musst du nicht dein Essen verändern. Wenn du deinen Körper verändern musst, musst du dein Denken verändern, musst du deine Ansichten verändern. Du kannst es nicht schaffen, wenn du den Narrativen folgst, die du gelernt hast, die die Gesellschaft gelernt hast, die die Gesellschaft übernimmt. Du kannst es nur schaffen, indem du die Entscheidungen so triffst, dass du ein energetischer Match für das bist, was du erreichen möchtest. Und dazu musst du alle Bedingungen außen vor lassen, die du gelernt hast. Und diese Bedingungen neu setzen, und zwar so setzen, wie sie dir dienlich sind. Dass du permanent in einem energetischen Match zu dem bist, was du haben möchtest. Und da ist es einfach wirklich, wirklich wichtig, dass du dir immer wieder überlegst, ist dieses Denken, ist diese Überzeugung, die ich gerade habe, die ich gerade aktiv habe, die ich gerade glaube, dazu zuträglich, dass ich ein energetischer Match für einen tollen Körper bin, dass ich ein energetischer Match für Gesundheit, für Vitalität bin? Oder ist es eben nicht zuträglich? Und solange ich halt immer wieder glaube, dass dies und jenes und das schlecht für mich sind, dann habe ich aktiv einen energetischen Match aufgebaut, dass Dinge schlecht für mich sind, dass ich jemand bin, der Schaden nimmt. Wenn ich das aber jetzt drehe und einfach sage, nein, die Dinge sind mir zuträglich. Ich wähle Dinge, die gut für mich sind. Ich bin ein energetischer Match für körperliche Gesundheit, Fitness und Schönheit. Dann wird es so sein. Und da ist es so wichtig, dass wir alles hinterfragen. Dass wir wirklich jeden Gedanken anschauen und sagen, ist der dienlich? Ist der wirklich aus dem energetischen Match heraus, dass ich einen gesunden, vitalen, super ernährten Körper habe, ist der Gedanke aus dieser Energie, aus dieser Überzeugung, aus diesem Wissen, aus dieser Entscheidung heraus entstanden oder nicht? Und ich kann nicht ein energetischer Match für einen gesunden Körper sein, für einen schönen Körper, für einen vitalen Körper, für einen schlanken Körper sein, wenn ich permanent denke, es gibt mir schadende Umstände, es gibt mir schadendes Essen. Ich bin in Gefahr, mir zu schaden. Versteht ihr? Es ist so, so wichtig, dass ich mir diese Klarheit der Entscheidung immer wieder herhole und sage, das, was ich esse, das, was ich tue, das, wie ich mich verhalte, wie ich meinen Körper pflege, das ist gut für mich, das ist richtig, das ist perfekt. Ich treffe immer die perfekte Wahl, was mein Essen betrifft, was mein Fitness betrifft und so weiter. Dann wirst du automatisch die perfekte Wahl treffen. Und wenn du aber die Überzeugung laufen hast, es ist nicht gut genug, ich treffe die falsche Wahl, ich mache zu wenig Sport, ich esse zu wenig Gemüse, ich esse zu wenig Obst, dann wird dein Körper das reflektieren. Dann kannst du lange genug sagen, ich will aber schlank werden, ich mache Diät, ich mache dies und ich mache jenes. Aber letztendlich ist es das, was du glaubst. Und wenn du davon ausgehst, dass es nicht gut genug ist, was du tust, was du machst, wie du dich ernährst, dann wird es so sein.
Es ist so wichtig, immer wieder, jeden Moment lang, diese Entscheidung zu treffen und sagen, ja, ich bin ein energetischer Match für Gesundheit. Ich bin ein energetischer Match für Reichtum. Alles, was ich tue und was ich wähle, ist meinem Wunsch zuträglich. Ja, guten Morgen, ihr Lieben. Ja, hier ist es wieder wirklich im Paradies. Die, die es wissen, ja, ich zeig's euch mal. Ah. Paradies, Paradies, Paradies. Oi. So. Und wer ist da? Schaut mal. Da ist wieder der liebe Ralf im Paradies. Ganz genau. Ja. Und das ist eigentlich jetzt wirklich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den ich euch mitgeben wollte, den ich eben auch vorher nochmal mit dem Ralf besprochen habe. Diese Geschichte mit diesen Zusammenhängen zwischen den Entscheidungen, die diesen energetischen Match machen. Ich kann nicht entscheiden, dass ich gesund bin, dass ich vital bin, dass ich schön bin und gleichzeitig immer wieder Gedanken, Zusammenhänge und Überzeugungen hegen, die dem entgegenstehen. Ich kann nicht sagen, ich bin schlank, ich bin vital und permanent im Außen mich reflektieren und sagen, ich esse das Falsche, ich mache zu wenig Sport, ich mache das falsch und so weiter. Das ist jetzt ein Beispiel in Bezug auf Gesundheit jetzt gewesen, auf Körper. Aber es ist eben auch genau das Gleiche in Bezug auf Geld. Es ist genau das Gleiche in Bezug auf Beziehung. Wenn ich eine Entscheidung treffe, so wie ich es haben will, müssen alle anderen Rückschlüsse genau in Alignment, in Abstimmung sein mit meinem übergeordneten Wunsch, mit meiner Entscheidung, mit meinem übergeordneten Ziel. Und da habe ich ja diesen wunderbaren 6-Schritte-Prozess entwickelt, gechannelt, der genau diese Sachen beinhaltet. Und deswegen ist es so, so wertvoll, immer wieder diesen 6-Schritte-Prozess zu machen oder den auch mal zu lernen und den auch zu verfeinern. Ja, all meine Mentorinnen wissen, wie dieser 6-Schritte-Prozess geht. Können den ihr dir beibringen in einem Kurzcoaching, wenn du 4 Stunden buchst. Du kannst gerne in die Frau, die alles hat, kommen und dort begleitet werden und all deine Wünsche auf die gleiche Art und Weise verwirklichen. Es ist nichts fehlt, nur wenn du glaubst, es fehlt. Wir haben alles, es ist alles in perfekter Ordnung, es ist in allerhöchster Perfektion. Nur sind wir jetzt hier in diesem Zeitpunkt, in diesem Leben, darauf ausgerufen zu sehen, wo die Perfektion wirklich ist. Und eben genau diese Narrative, diese Geschichten zu durchschauen, die uns trennen von unseren Wünschen, die uns trennen von unserer Leichtigkeit, die uns trennen von unserer Gesundheit, die uns trennen von unserer Fülle, auch auf finanzielle Art und Weise. Es sind nur Narrative. Es sind Narrative, die aufrechterhalten werden, die uns beigebracht werden, schon von ganz, ganz klein an, die uns trennen, die uns in die Trennung bringen. Und in die Trennung oder die Trennung zu haben, getrennt sein, das bedeutet nur hier im Kopf eine Abwesenheit wahrzunehmen. Das bedeutet Trennung. Ich nehme eine Abwesenheit wahr. Wenn ich aber jetzt eine Anwesenheit wahrnehme, meiner Wünsche und meiner Träume, weil sie überall schon da sind, dann ändert sich das komplette Bild. Und das ist etwas, was wir lernen müssen. Das ist ein komplett neues Denkkonzept. Das ist eine komplett neue Lebensanschauung. Das ist ein komplett neues Narrativ. Und dieses Narrativ für mich als wahr anzunehmen, wer ich wirklich bin, was ich alles haben kann, wie ich kreiere,
das mag mein logischer Verstand natürlich nicht von heute auf morgen einfach so akzeptieren, wenn man mir immer wieder weismachen wollte, dass die Dinge nur unter bestimmten Umständen für mich zur Verfügung stehen, die ich mir wünsche. Aber so ist es nicht. Es gibt keine Umstände. Du erschaffst deine Umstände. Ich habe mir jetzt gerade solche Umstände erschaffen. Und ich habe mir auch den Wind erschaffen, bei dem wir jetzt gleich zum Kitesurfen gehen können. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntag. Erschafft euch eure Umstände. Sie sind alle da, sie sind alle zur Verfügung. Und ich weiß, im Fernsehen werden andere Bilder gezeigt. Aber jeder hat die Wahl. Also ihr Lieben, ich drehe nochmal um. Erschafft, was das Zeug hält. Erschafft euch die tollsten Umstände, erschafft euch die tollsten Körper, erschafft euch die tollsten Möglichkeiten, denn ihr könnt es. Wir können es, jeder kann es. Da braucht keiner eingeweiht sein oder sonst irgendwie. Lasst euch unterstützen von meinen wunderbaren Mentorinnen. Sie haben so viel Klarheit schon für sich erreicht, dass sie dir das weitergeben können. Tschüssi!